1840, also vor weniger als 200 Jahren, starben in Wien im Allgemeinen Krankenhaus ein Sechstel der Frauen, die dorthin kamen, um ein Kind zu gebären. Also jede sechste Wöchnerin starb, aber nicht etwa an der Geburt, sondern einige Tage später. Das war ein Rätsel. Der verantwortliche Arzt, Dr. Semmelweis, akzeptierte das nicht. Natürlich, zu der Zeit war das an allen Spitälern so und es war schon so seit Urzeiten. Aber das Spezielle an diesem Mann, Dr. Semmelweis, er untersuchte die Sache und er fand etwas Skandalöses heraus. Er fand nämlich, dass genau die Frauen starben, die vorher von den Ärzten untersucht worden waren. Als ob die Ärzte etwas auf die Frauen übertragen. Und er fand heraus, dass diese Ärzte, welche die Frauen untersucht hatten, die dann starben, zuvor im Keller gewesen waren. Das gehörte auch zu ihren Pflichten natürlich, gerade auch die Studenten. Und vorher die Verstorbenen seziert hatten. Also wurde von den Toten etwas übertragen auf die Lebenden und diese starben dann danach. Das entdeckte Dr. Semmelweis vor weniger als 200 Jahren. Und er ordnete sofort an, dass nach jeder Untersuchung eines Toten die Hände gründlich gewaschen werden sollen und dass man dazwischen auch einen zeitlichen Zwischenraum stehen lässt. Leider haben die anderen Ärzte nicht mitgemacht. Sie haben gegen ihn rebelliert, sie haben ihn rausgeschmissen aus seiner Verantwortung und die Waschbecken, die er einbauen ließ, wurden wieder herausgerissen. Das war 1840, noch gar nicht so lang her. Eigentlich hätte man zu diesem Zeitpunkt schon Bescheid wissen müssen. Denn man hatte ja mit der Hygiene schon Jahrhunderte zuvor Erfahrungen gesammelt im Kampf gegen die Pest zum Beispiel. Die Pest, die ganze Städte auslöschte, die ein Drittel der Bevölkerung Europas auslöschte. Und die Wissenschaft hatte damals noch keine Antwort. Es war die Kirche, die die Lösung brachte, indem sie eben auf die Hygienegebote der Tora hinwies, von Moses. Und dort steht in 4. Mose 19, dass jeder, der einen Toten berührt, 7 Tage in Quarantäne gehen soll. Also die Quarantäne hat Moses erfunden, schon vor Tausenden von Jahren. Seine Kleider sollen auch als unrein gelten und gewaschen werden. Und jedes Gefäß im Raum, das keinen Deckel drauf hat, galt als unrein. Also mit diesen Hygienegeboten hat man die Pest schlussendlich überwunden. Und mit diesen Geboten hätten auch Millionen von Wöchnerinnen, also von Frauen, die ein Kind geboren hatten, gerettet werden können. 7 Tage Quarantäne für jeden, der einen Toten berührt. Das tönt vielleicht ein bisschen übertrieben und es ist auch übertrieben in vielen Fällen, aber eben nicht in allen. In manchen Fällen ist es eben absolut notwendig. Doch wenn die Person an einer ansteckenden Krankheit gestorben ist, dann wird sie leicht zum Überträger. Und dann kann eben diese einfache Hygieneregel verhindern, dass sich
andere Krankheit, dass sich diese Krankheit weiter ausbreitet. So hätten die Pestepidemien verhindert werden können von Anfang an. Und so hätten auch die Kindbettfiebertoten nicht sterben müssen. Wussten Sie, dass die Juden unter anderem oft auch deswegen verhasst waren, weil sie eben so selten krank wurden, weil eben manche Epidemien an ihnen vorbeigingen. Und man meinte, die hätten die anderen verflucht, die Nichtjuden verflucht oder vergiftet sogar. Aber das war natürlich nicht der Fall. Sie hatten sich ganz einfach an die Hygieneregeln von Moses gehalten. Und Moses wird heute von manchen Wissenschaftlern als der größte Hygienelehrer aller Zeiten gesehen. Und nicht nur der größte, sondern auch der erste. Lange bevor die moderne Medizin herausgefunden hat, dass Hygiene das A und O ist, um derartigen Krankheiten den Riegel zu schieben, hat Moses das schon in seinem Gesetz niedergeschrieben. Nehmen wir ein anderes Beispiel, die Lepra. Die Lepra ist eine Krankheit, die nicht irgendwo plötzlich auftaucht, sondern die Menschheit schon seit Urzeiten begleitet. Sie beginnt unmerklich auf der Haut, wenn sie aber ausgebrochen ist, lässt sie Teile des Menschen regelrecht verfaulen. Echte Lepra, wir sprechen jetzt von der echten Lepra. Und die Weltgesundheitsorganisation hat einmal ein Ziel gesteckt, bis 2005 die Lepra völlig auszurotten. Das ist nicht gelungen. Noch heute stecken sich jedes Jahr um die 200.000 Menschen neu damit an. Die Lepra gilt zwar nur als schwach ansteckend, doch wer sie deswegen für ungefährlich hält, der täuscht sich. Ganz im Gegenteil, unzählige Menschenleben sind deswegen zerstört worden. Weil sie eine lange Inkubationszeit hat, wird sie meistens erst viel zu spät entdeckt. Ja, aber warum kann man denn sie nicht stoppen? Gibt es denn keine Medikamente? Doch, heutzutage gibt es natürlich Medikamente, aber sie können, sagen wir, die Krankheit stoppen, wenn nicht heilen. Das Problem ist, mit Medikamenten kann man der Sache nicht wirklich beikommen. Es bräuchte eigentlich diese Hygieneregeln, die schon Moses aufgeschrieben hat. Aber aus Armut, aus Unwissenheit, aus wegen Kriegen, werden eben, ist es fast unmöglich, diese Regeln überall anzuwenden. Natürlich gab es zur Zeit von Moses noch keine Medikamente gegen derartige Krankheiten und er rückte darum mit dem einzigen Mittel, das ihm zur Verfügung stand, in die Sache rein und das ist die Absonderung. Im dritten Buch Mose, Kapitel 13 und Vers 14 lesen wir: Solange das Übel besteht, bleibt die Person unrein. Er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen. Außerhalb des Lagers soll er sich aufhalten. Der Kranke musste also von allen Menschen, auch von seiner Familie, getrennt werden. Ein sehr hartes Mittel, aber das einzig Wirksame, das zu dieser Zeit überhaupt zur Verfügung stand. Doch die Hygiene in den Mosenbüchern geht noch viel weiter. Auch die Häuser und Kleider sollen untersucht werden auf Aussatz. Also das heißt, das gleiche Wort, das dort benutzt wird, um die Krankheit Aussatz zu beschreiben, wird auch auf die Häuser angewandt. Und ein Haus muss gereinigt werden, muss abgesondert, muss vielleicht sogar abgebrochen werden. So ist es dort geschrieben, wenn sich eben herausstellt, dass dort diese Art von
Aussatz drin ist. Gemeint ist natürlich Schimmelpilz. Ist das nicht übertrieben? Nun, wenn man unwissend ist, wenn man sich mit der Sache noch nicht so viel auseinandergesetzt hat, dann könnte man das wohl meinen. Aber lesen Sie mal, was moderne Fachleute über den Schimmelpilz schreiben. Ich zitiere: Schimmelpilze in Wohnräumen, wie zum Beispiel schwarzer Schimmelpilz, sind generell gesundheitsgefährdend. Die Sporen, die gefährliche Enzyme bilden, gelangen über die Atmung und die Haut in den menschlichen Körper. Die gebildeten Giftstoffe, sogenannte Mykotoxine, können eine Vielzahl an Krankheiten auslösen. Meist handelt es sich um Atemwegsprobleme oder allergische Reaktionen. Einige Schimmelpilzarten stehen jedoch im Verdacht, sogar Krebs zu verursachen oder können zu schweren Organschäden bis hin zum Tod führen. So ist also der wissenschaftliche Stand heute. Was aber konnte Moses und seine Generation dazu sagen? Woher wusste Moses um diese Gefahren? Nun ja, es stimmt also doch. Wer die Bibel liest, weiß mehr. Kommen wir zum Schluss noch auf eine weitere Hygieneregel zu sprechen. Aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 23, Vers 12 bis 13. Eine ganz einfache Regel, nur zwei Sätze, so banal, dass man eigentlich denkt, das müsste man eigentlich gar nicht aufschreiben, das ist doch selbstverständlich. Und doch wurde sie eben meistens oft nicht befolgt. Man dachte nicht, dass das etwas so Wichtiges sein könnte. Und hat auch viele, viele Menschen das Leben gekostet. Ich lese mal, was da steht. Auch sollst du draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben. Und wenn du gesessen hast, sollst du zuscharen, was von dir gegangen ist. Welche Krankheiten können denn ausbrechen, wenn man die Notdurft nicht vergräbt? Es geht um Krankheiten wie Ruhr, Cholera, Typhus und andere. Vielen Menschen wären alle diese Leiden erspart geblieben, wenn man nur die Notdurft vergraben hätte. Stattdessen waren bis ins 18. Jahrhundert, sogar in den modernen Großstädten Europas, die hygienischen Vorschriften oft äußerst primitiv oder überhaupt nicht vorhanden. Die Leute warfen kurzerhand ihren Abfall auf die Straße, irgendwohin. Und Fliegen fanden natürlich ideale Brutmöglichkeiten, konnten sich entwickeln, konnten unmerklich ihre Krankheiten verbreiten. Nun, das kann man den Leuten nicht verübeln. Also ich wäre auch nicht darauf gekommen, vielleicht, wenn ich das nicht so gelernt hätte, schon als Kind in der Schule oder wo auch immer. Umso bemerkenswerter sind eben diese Vorschriften von Moses vor Tausenden von Jahren. Die Gesundheitsgesetze, die Moses festlegte, die ihm offensichtlich übernatürlich gegeben wurden, zielten nicht darauf, die Kranken zu heilen, sondern zu vermeiden, dass man überhaupt krank wird. Und das ist genial. Er gilt unter Medizinhistorikern als einzigartiger Fachmann, wie es zu jener Zeit und noch lange später überhaupt nicht gab. Und jemand hat das so beschrieben, denn Moses erkannte das wichtige Prinzip, dass die Verhütung von Erkrankungen gewöhnlich leichter und unvergleichlich weitreichender ist als die Heilung von Krankheiten. Seine Lehre im 3. Buch Mose
könnten mit den Richtlinien heutiger Hygienestandards zusammengefasst werden. Reine Nahrung, reines Wasser, reine Luft, reinen Körper und reine Wohnräume. Er war offensichtlich seiner Zeit weit voraus. Und das Verblüffendste ist, dass Moses sich keineswegs als Gesundheitsfanatiker präsentiert. Alle diese Regeln werden ja religiös begründet. Die Juden sollen all dies tun, um rein zu sein, weil Gott rein ist. Die gesundheitliche Komponente ist dabei derart versteckt, dass kaum jemand sie bemerkt hat.